startet die mittlere Wandergruppe mit ca. 6 Kilometer und um 9.30 Uhr beginnt die kurze Wanderung mit ca. 4 Kilometer. Die Anmeldung befindet sich direkt an der Försterbraunhütte am mittleren Pfosten. Dort liegen auch Äpfel und Bananen, die sich jeder als Marschverpflegung kostenlos mitnehmen kann. Wenn diese Gruppe Mannheimer Turnerbund Germania e.V. 1885 schon eingetroffen ist, bitte bei Frau Volk hier an der Försterbraunhütte melden. Jetzt startet in 2 Minuten die wohl liebe Wanderfreunde, heutige größte Gruppe. Und Turner, liebe Wanderbegeisterte, im Namen des Odenwaldclubs darf ich Sie ganz herzlich hier begrüßen zu einer Wanderung hier über den unseren Hausberg von Lenzbach, den Kreuzberg und ja, der gehört ja. Recht, aber trotzdem sehen wir das immer so ganz gerne auf. Gehen dann über den steinernen Gaul und werden dann nach gut 2 Stunden wieder hier einkaufen. Damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, mein Name ist Lothar Löw. Ich werde diese Tour für Sie führen und meine Gattin hier gleichen Namens wird den Schluss geben und unterwegs werde ich natürlich schon auch etwas erläutern. Kreuzberg zum steinernen Gaul und sonstige Fragen sind selbstverständlich auch. Ja, dann wünsche ich uns allen eine schöne, gemütliche Wanderung hier in Erstmal darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Wie ihr ja schon gehört habt, mein Name ist Reinhard Pfeiffer. Nennt mich einfach Reinhard. Brunhilde Herrmann. Bruni genannt im Allgemeinen. Und das soll das gleich gemütlich machen. So, die letzte Gruppe startet jetzt die 4 Kilometer und damit sind alle Gruppen auf dem Weg verabschiedet. So, jetzt wird wohl die offizielle Begrüßung anfangen. Wir haben den Sprecher Adi Bilnecker und liebe rechts Wanderer, davon liebe Gäste, ist der Gerd Bose. Ich darf mich nachher noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Adi Bilnecker. Ich gehöre ebenfalls der Sportabzeichen-Treffabteilung des SG Hemsbach an. Und ich darf Ihnen jetzt den Leiter des Sportabzeichen-Treffs Gerhard Brose vorstellen, der ebenfalls einige Grußworte an Sie richten möchte. Zunächst herzlich willkommen hier in Hemsbach an der Försterbraunhütte. Herzlich willkommen. Danken möchte ich allen zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern insgesamt das stolze Ergebnis von 152. Besonders begrüßen möchte ich unseren Bürgermeister der Stadt Hemsbach, Herrn Volker Pauli. Kinder ruhig klatschen. Den Ortsvorsteher vom Stadtteil Sulzbach, Herrn Josef Klemm. Moment bitte, der hat sich auch nicht nehmen lassen, da auch verschiedene Strecke über den Sulzbacher Wald gelaufen werden musste, dass er auch daher kommt. Beide, der Bürgermeister und der Ortsvorsteher, waren Schirmherr für den diesjährigen Wandertag hier in Hemsbach. Jetzt geht der Klatsche. Weiterhin möchte ich unseren Vorsitzenden vom Turngau Mannheim, den Herrn Konrad Reiter, recht herzlich begrüßen hier. Die nächste Person ist die Person, die das einverstanden war,
mit einverstanden war, dass wir den Gauwandertag hier vom Turnkamp Mannheim in Hemsbach haben durchführen können. Und zwar ist es die Frau Roswitha Volk von Schwetzingen. Und dann möchte ich auf gar keinen Fall versäumen, meiner ganzen Clique, meinem ganzen Helferteam recht herzlich zu danken. Wenn die nicht hinter mir an meinem Rücken gestanden wären, hätte man so ein Ergebnis nicht durchführen können. So, und ich übergebe jetzt weiter an den Ortsvorsteher von Sulzbach, Herrn Josef Klemm. Sehr geehrte Frau Volk, sehr geehrter Herr Reiter, sehr geehrter Herr Brose, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier raufgekommen, nachdem er vor Monaten bereits seine Programmzusammenstellung gemacht hat und einen Flyer entworfen hat, zusammen mit dem Herrn Hertinger, habe ich ihm natürlich die Unterstützung zugesagt. Und ich freue mich, dass so zahlreich an der Veranstaltung teilgenommen wurde. Wie ich mitbekommen habe, auch im Voraus, wurde auch die Gemarkung Sulzbach etwas gestreift. Und ich denke, es sind alle gesund und munter wieder hier angekommen. Noch einen schönen Nachmittag, alles Gute und viel Spaß hier an der Förster Braunhütte. Dankeschön. Die nächste Begrüßung kommt von unserem Bürgermeister der Stadt Hemsbach, Volker Pauli. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier an der Förster Braunhütte, über die es ja eine kleine Anekdote gibt. Und zwar kaum, dass die Förster Braunhütte fertig war und zum ersten Mal ein Grillfest durchgeführt wurde oder hier veranstaltet wurde, hat die Förster Braunhütte gebrannt. Und da die Förster Braunhütte von unserer SPD hier in Hemsbach gebaut wurde, und sie war dann schwarz, hat der Kerberpacher in der letzten Kerberei dann gesagt, jetzt wird er aus der rote Grillhit noch ein Schwarzi. Verehrte Frau Volk, verehrter Herr Reiter, verehrter Herr Kollege Klimm, lieber Gerhard Brose, ich darf Sie auch ganz herzlich hier in dieser Förster Braunhütte begrüßen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es der 40. Gauwandertag ist, der durchgeführt wurde. Und dass es den Turngau Mannheim im nächsten Jahr 140 Jahre gibt. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und egal, was man jetzt unter Gau versteht, lasse mir mal die böse Zeit weg. Gau ist einfach ein Gebiet und das gibt schon über 200 Jahre. In diesem Sinne keine Vorwürfe. Mich wundert es immer, wenn ich so viele Leute sehe, die sich auf solche Wegstrecke begehen, vor allen Dingen, wenn sie also nicht mehr gerade im jüngsten Alter sind. Und darum ist es wirklich auch im Zeichen des Sportabzeichens, im Zeichen des Sport der Gesundheit und der Gesundheitsvorsorge relativ wichtig, dass sich auch die ältere Generation noch ein bisschen auf den Weg macht und bewegt. Ich gehe ja auch langsam in ein Alter hinein, wo man dann mit dem Beruf aufhört. Und ich hoffe auch, dass ich dann die Zeit finden werde, mich irgendwie sportlich weiter oder besser zu betätigen, als es in der letzten Zeit der Fall war oder in den letzten Jahren. Ich war heute Morgen so faul, dass ich gar mit dem Motorrad hier rausgefahren bin. Wissen Sie, der Kopf ist willig, aber der Bauch ist schwach. In diesem Sinne noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen und vor allen Dingen ein herzliches Dankeschön an Gerhard Brose und seine Mannschaft, die das hier durchgeführt haben, die ganze Planung und. Es war schon eine Menge Arbeit. Er war ja auch öfters bei uns im Rathaus und es lief nicht immer so glatt, wie man sich das vorstellt. Aber er und seine Mannschaft haben das gut über die Bühne bekommen. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ihnen noch viele schöne Wandertage im Laufe Ihres Lebens und vor allen Dingen noch einen schönen Nachmittag und vielen Dank. Ich bitte nun den Konrad Reiter ans Mikrofon. Telefon, wollte ich sagen. Mikrofon. Ja, Leute, es ist halt live, ne? Da kann man sich auch mal verbannen. Ja, meine liebe Wanderer, liebe Turn- und Sportfreunde, ich freue mich, dass ihr wirklich hier so zahlreich an dieser schönen Veranstaltung teilgenommen habt. Seid recht herzlich gegrüßt vom Turngau Mannheim. Als vor einem Jahr unser alter Wanderturnwart, der Gustl Steiß,
nach oben berufen wurde, da stand ich vor einem großen Problem, was mache ich nun mit den Wanderern? Und ich habe mir gedacht, ich kenne einen Mann und der kennt einen Mann und der kennt viele Männer und der hat einen breiten Rücken. Das ist unser Gerd Brose. Und ich weiß, ich kenne den Gerd Brose schon seit einiger Zeit als Sportabzeichenprüfer. Und ich habe mir gedacht, das ist der richtige Mann, der kriegt das Team zusammen. Und der hat vor allen Dingen einen sehr guten Draht nach oben. Der hat auch Beziehungen nach oben, sodass wir uns eines so schönen Wetters hier erfreuen dürfen. Also herzlichen Dank und Glückwunsch an unseren Gerd Brose. Dankeschön, Gerd. Viele Grüße und Dank auch an die Ortsvorsteher, an den Bürgermeister, an der Pauli, an der Josef Klemm, dass ihr unser Vorhaben so tatkräftig und aktiv unterstützt. Also so ist es also nicht ungefähr und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr so gut eingeteamtes, ein eingearbeitetes Team seid, dann könnt ihr das weiterhin so betreiben. Nee, aber wir sind auch gern bereit, mal in einer anderen Region das machen zu lassen, ganz, ganz klar. Aber nächstes Jahr wird wieder ein Gauwandertag stattfinden und wir werden uns eine andere, vielleicht ebenso schöne Wanderstrecken raussuchen wie heute. Also, weiterhin einen schönen Tag und vielen Dank für euer Kommen. So, und ein paar Worte möchte auch unser Roswitha Volk noch vom Gau, die Gau-Wanderturnwartin, der vom Turngau Mannheim an euch richten. Liebe Wanderfreundinnen, Wanderfreunde und Gäste, ein herzliches Willkommen zu unserem diesjährigen Gauwandertag in Hemsbach. Ich muss es immer wieder sagen, es ist für mich nicht leicht, einen Ausrichter für den Gauwandertag des Turngau Mannheims zu finden, weshalb ich froh war, dass sich der Sportabzeichentreff der SG Hemsbach bereit erklärte, diesen zu übernehmen. Mein ganz besonderer Dank gilt deshalb dem Stützpunktleiter Gerhard Brose. Gerhard hat dann sofort einen Aufruf gestartet, wer bereit ist, mitzuhelfen. Es haben sich viele Freiwillige gemeldet, die er dann zu einer Zusammenkunft zwecks Vorbesprechung des Wandertages eingeladen hatte. Auch ein Dankeschön den Helfern und Sponsoren, denn so eine Veranstaltung ist nur zu realisieren mit einem guten Team. Gerhard konnte sich zu den glücklichen Seelen ein solches zur Seite zu haben. So, nun wünsche ich uns allen noch ein paar nette Stunden und Spannung bis zu den Ehrungen. Vielen Dank.